Peace Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal mit einem neuen Video. Und wundert euch nicht, falls meine Stimme sich noch ein bisschen komisch anhört oder ich auch noch ziemlich zerballert aussehe. Ich war die ganze Woche absolut krank und heute ist der erste Tag, wo ich mal wieder ein bisschen was machen kann. Und das machen wir auch. Ich dachte mir nämlich, weil ich darüber schon länger nachgedacht habe, schon seit ein paar Monaten, ob ich mir nicht mal einen Schreibtisch zulegen werde. Weil, egal was ich mache, ob es Papierkram ist, YouTube, also egal was, sitze ich ja hier auf der Couch, benutze den Couchtisch dazu und muss immer in eine krumme Haltung reingehen, was kein angenehmes Arbeiten zur Folge hat. Oder ich liege im Bett und mache da alles auf ganz krumm, alles nicht so wirklich optimal. Also das wäre Schritt 1, wo ich euch heute dann gerne mitnehmen wollen würde und mal zeigen, was ich mich entscheiden werde. Es wird jetzt nichts Bahnbrechendes werden, aber der erste Schreibtisch. Punkt 2, wir müssen uns noch mit einem Kumpel treffen, weil da was nicht so geklappt hat, wie wir uns das eigentlich vorgestellt hätten. Aber dazu würde ich, glaube ich, später ein bisschen mehr erzählen. Also, wer Bock hat, bleibt dran und lasst mir gerne ein Abo und ein Like da und einen Kommentar. Dies, das. Bis gleich. Okay Leute, erste Planänderung. Wir werden erst zum Kumpel fahren und danach die anderen Sachen erledigen. Aber sollte ja kein Problem sein. Von daher würde ich sagen, let's go. 12 Sekunden später. Okay Leute, ich bin jetzt da. Ich habe leider keinen Parkplatz gefunden. Ich stehe jetzt hier irgendwie beim Schwimmbad. Sollte auch nicht weiter schlimm sein. Er kommt jetzt auf jeden Fall runter. Und ich habe noch ein Anliegen. Heute ist ja Freitag. Also bei mir ist Freitag, besser gesagt. Für euch ist ja Sonntag. Da kam ja das Lied von UFO361 raus. Supportet alle mal diesen Jungen, weil er hat ein krasses Feature hingelegt und ein Hammerbrett da rausgebracht. Also ist auf jeden Fall genau mein Geschmack. Um meine Playlist mal zu updaten, das ist schon ein geiles Ding. Also das höre ich jetzt auch nonstop. Na gut, ich hoffe, er ist jetzt gleich da. Weiß nicht mal, von welcher Seite er kommt. Aber ich glaube, er müsste von da kommen. Na gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis. Man kann ja vieles brauchen. Ich bin dabei. Okay, wieso? Ich kann ja warten, machen so. Einer, wir fahren. Okay, Leute, er ist jetzt angekommen, der Terrorist. Hat mir auch schon das Geld übergeben. Jo, Tasche, Leute. Er hat auch einen eigenen YouTube-Kanal eigentlich. Ich glaube, mit einem Video gerade, oder? Ja, klar, aber durch diese Problematik mit Amazon geht es momentan nicht weiter. Ja. Also, die haben uns richtig gebastelt, könnte man sagen. Und ja, keine Ahnung. Also eigentlich lief Amazon immer gut, aber diese Aktion war wirklich schon kopfig. Ja, also zur Randinfo. Es ging um eine größere Summe Geld. Also jetzt nicht exorbitant, aber schon ein bisschen größer. Und ab einer gewissen Summe kann man bei Amazon irgendwie nur mit Kreditkarte anscheinend zahlen. Ich habe persönlich keine Kreditkarte. Und da dachte ich mir, überweise ich ihn erstmal das Geld, weil er hat eine Kreditkarte, dass er dann das Produkt eigentlich erst für mich kaufen sollte. Aber dann haben wir es doch anders gemacht. Ah, guck mal, hier gibt es Gutscheine und dies und das. Ja, dann wollte er mir sozusagen für das Geld den Gutschein holen. Und dann hätte ich den per E-Mail bekommen und hätte dann meinen Kauf bei Amazon tätigen können. Aber das hat nicht so geklappt. Also ich habe das Produkt gekauft, also den Gutschein. Und als erstes haben die halt mir auch über Bankabzug angeboten. Habe ich auch gemacht erstmal. Dann haben die aber direkt im Nachgang storniert. Ja, dann habe ich es nochmal versucht, habe mit Visa gemacht. Ja, keine Ahnung, haben sie auch storniert. Habe ich nochmal versucht, aber die Karte war gedeckt, ja, in entsprechender Höhe. War gar kein Problem gewesen. Und ja, keine Ahnung, nächster Tag war dann so, Amazon angerufen, Bank vorher noch angerufen, alles abgeklärt. Die meinten, ja, Amazon hat versucht, Karte ist in entsprechender Höhe gedeckt. Und die haben das Geld auch abgebucht, so. Oder die Bestätigung kommen, dass das Geld da ist. Also eigentlich gar kein Problem, ja. Er wurde sogar angerufen aus Frankreich extra. Nee. Und ja, stimmt die Summe denn? Weil es war schon eine sehr krumme Summe, aber mehr hat man ja nicht gebraucht. Warum sollte man Amazon noch mehr Geld schenken, wenn es nur so und so viel kostet, ne? Ja, genau. Also mich hat es auch echt gewundert, auf einmal aus Frankreich angerufen zu werden. Mein Handy hat es mir angezeigt, woher der Anruf kam. So hat mich schon echt gewundert, ja. Aber ich habe dem das bestätigt und ich dachte, ab da nimmt es dann seinen Lauf, geht alles klar. Aber ja, keine Ahnung. Haben wir nochmal gewartet, nochmal ein Weilchen gewartet, dann nochmal rumtelefoniert, nochmal mit Amazon telefoniert. Keine Ahnung, die sind da einfach nicht aus dem Arsch gekommen, wirklich. War ja schon eine traurige Sache. Auf jeden Fall, wenn es um mehr Geld geht, weiß nicht. Fühlt sich nicht mehr, für mich persönlich fühlt sich auf jeden Fall nicht mehr so gut an, die Sachen über Amazon abzuwickeln. Ist jetzt auch kein Hate dagegen oder so, aber Kleinigkeiten, sehr gerne, ist immer schnell da und haben auch jeden Tünnef, so sage ich mal. Aber die großen Sachen, ich weiß nicht, da ist irgendwie... Vor allem, wenn die anbieten, sage ich mal, Gutscheine in einer gewissen Höhe zu kaufen, die haben ja ein Limit da, bis wie weit man gehen kann, dann geht man davon aus, wenn man den kauft, dass es gleich am nächsten Tag am Start ist. Ja, das sollte ja per E-Mail verschickt werden, eigentlich innerhalb von 5 Minuten. Ja. Wir haben 2 Tage gewartet. Ja. Und stell mal vor, wirklich, ihr kauft für euren Bruder, für eure Schwester, Eltern, was auch immer, kauft ihr einen Gutschein, wollt mal ein bisschen mehr investieren, sag ich mal, was Größeres, vielleicht ein runder Geburtstag, so, ja, und dann geht ihr davon aus, okay, ich mach das jetzt last minute, weil ich davor nichts gefunden habe, und dann funktioniert da einfach nichts, gar nichts, ja. Naja, so viel auf jeden Fall zu der Geschichte, das werde ich jetzt nächste Woche irgendwie in Angriff nehmen und das dann doch eher so besorgen. Na gut, das war's jetzt mit der Amazon-Geschichte, wir sehen uns gleich nochmal wieder im Baumarkt und ja, bleibt einfach dran, peace.
Okay Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich war ja noch in einem gewissen Möbelmarkt, wo ich mir eigentlich einen Schreibtisch hätte aussuchen wollen. Ich habe auch einen gefunden gehabt, aber keinen passenden Stuhl dafür. Und dann dachte ich mir, okay, warum soll ich mir jetzt einen Schreibtisch holen, wenn ich keinen passenden Stuhl dazu dann habe? Wäre ein bisschen sinnfrei, wenn ich dann jetzt hier einen Schreibtisch zu stehen hätte ohne Stuhl. Aber ich bin nicht ganz ohne was aus diesem Möbelmarkt rausgegangen. Und zwar habe ich mir noch was Kleines gekauft. Okay Leute, wer von euch kennt sowas hier? Man macht da zum Beispiel Nudeln rein, Reis rein, Haferflocken. Egal, was man möchte, halt irgendwas, was trocken gelagert werden muss. Macht man das Ding einfach auf, ja, und packt alles rein. Ta-ta-ta-ta-ta. Ist auf jeden Fall eine stylische Sache für dich und auch eine hygienische Sache, dadurch, dass es Glas ist. Das waren dann aber auch die einzigen Sachen, die ich mir da aus dem Möbelmarkt heute abgezogen. Bin aber noch weitergegangen in einen Elektromarkt meines Vertrauens und habe da ein paar neue Sachen bestellt, die ja nicht auf Amazon geklappt haben. Ja, habe ich ja vorhin schon mal ein bisschen erwähnt mit meinem Kumpel. Die habe ich heute dann da bestellt und die kann ich ab Montag abholen. Nächstes Video wird auf jeden Fall wieder sehr nice. Aber na gut, wollen wir das Video nicht unnötig in die Länge ziehen? Lasst mir gerne ein Abo da, ein Like, einen Kommentar. Dies, das, lalala. Und wir sehen uns einfach im nächsten Video. Peace, haut rein.